Stadt Bern schließt die Rechnung 2019 mit einem Defizit von 17 Millionen ab. Wir können das aus dem Eigenkapital finanzieren. Grund sind teure Steuereinnahmen bei den Unternehmungen. Die Gemeinderat hat reagiert und Entlastungsmaßnahmen für 2020 beschlossen. Heute stehen wir vor einer ganz anderen Ausgangslage. Corona, Bund, Kanton, Städte sind gefordert, die Menschen und die Wirtschaft zu unterstützen. Für die Stadt Bern konkret heisst das, auf Einnahmen zu verzichten, wie Miete, Gebühren und auf der anderen Seite natürlich weiterhin zu investieren und Aufträge zu erteilen. Das wird zu merkbaren Spuren im Finanzhaushalt führen.